Liebe Wiener Neudorferinnen, liebe Wiener Neudorfer, liebe Zuschauer von Neudorf TV, als ich Ihnen vor einem Jahr Ostergrüße geschickt habe, da haben wir alle gehofft, dass noch im Jahr 2020 eine Erleichterung, eine Verbesserung eintritt und wir zu einer halbwegs gewohnten Normalität zurückkehren können. Tatsache ist, dass wir uns jetzt wieder in einem Lockdown befinden. Ich habe sie damals ersucht, ein bisschen Ruhe zu bewahren, Zeit zu haben, durchzutauchen durch diese schwierige Zeit, und das Ganze muss ich erst ein Jahr später wieder tun. Ostern geht ja zurück auf ein altgermanisches Fest. Damals hat man der Morgenröte gedacht, alle Jahre. Es ist dann ein christliches Fest, ein wichtiges christliches Fest durch die Auferstehung Christi geworden, und heute ist es für alle Christen, für alle Nichtchristen, für alle Atheisten ein sehr, sehr wichtiges Familienfest geworden. Hätte es werden sollen. Ich weiß nicht, wie Sie es gehandhabt haben, bei uns ist der Osterhase jetzt schon vor dem Lockdown gekommen. Für meine Enkelkinder war das auch logisch, weil sich natürlich auch der Osterhase an den Lockdown halten soll und halten muss. Wir wünschen uns ja in diesen Tagen immer frohe Ostern, und so ein richtig frohes und glückliches Osterfest wird es wieder nicht werden. Wir werden wieder mit Einschränkungen, wir werden wieder mit Maßnahmen zu kämpfen haben. Ich darf Sie nur nochmals bitten, sich an diese Maßnahmen zu halten, diese Einschränkungen, so schwer es uns mittlerweile allen fällt, anzunehmen und alles dazu beizutragen, dass wir gemeinsam so bald wie möglich durch diese Pandemie kommen. Wünschen wir uns, dass genug Impfstoffe in Bälde bei uns sein werden. Mittlerweile zählt ja Wiener Neudorf zu den Orten mit den besten Testmöglichkeiten. Wir haben von Montag bis Freitag, wie Sie wissen, durchgehend Testmöglichkeiten. Unangemeldet können Sie die Teststraßen besuchen, nehmen Sie auch das in Anspruch. Und ich hoffe, dass wir auch sehr, sehr bald eine Impfstraße anbieten können, wenn viele Impfstoffe vorhanden sind. Bis dahin heißt es Abstand halten, bis dahin heißt es Vorsicht nehmen und Vorsicht geben. Nehmen wir auf uns Rücksicht, nehmen wir auf die anderen Rücksicht. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen doch ein frohes Osterfest, und ich hoffe, dass Sie es nicht allzu alleine und allzu einsam verbringen werden. Und ich habe denselben Wunsch, den ich letztes Jahr schon habe: nächstes Ostern, also das Ostern 2022, wird wieder ein oder soll wieder ein absolut normales werden. Das wünschen wir uns gemeinsam. Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühlingsbeginn. Das Wetter ist ja momentan traumhaft. Spazieren gehen dürfen wir ja. Nützen wir diese Zeit. Noch einmal ein frohes Osterfest im Namen des gesamten Gemeinderates, im Namen der gesamten Gemeindeverwaltung der Marktgemeinde Wiener Neudorf.